Es gibt Leute, die lieben Katzen, andere lieben Füße. Und dann gibt es den Kanton Solothurn, der liebt Zahl 11. Und das checken wir heute ab. Let's go. Die Liebe zu der Zahl 11 geht so weit, dass es in Solothurn genau 11 Altäre, 11 Brunnen, 11 Kapellen, 11 Bier, 11 Bar, 11 Schocke. Sorry, okay, es geht wieder. Vor der St. Ursen-Kathedrale hat es auch genau 3x11 Stege. Das hat übrigens genau 11 Jahre gedauert, auch um die zu bauen. Die Anzahl der Pfeifen von dieser Orgel hier hinten ist auch genau durch 11 teilbar. Wow! Das geht so weit, dass die Stadttour auch nur 11 Zahlen hat. Ja, Solothurn hat einfach den Mittag gestrichen. Gibt es nicht. Wahrscheinlich ist auch das Elfi-Glöckli Lütet schon in Solothurn erfunden worden. Du kennst es. Wenn ich ins gegangen bin, weißt du, von was ich rede. Da fragt man sich schon, ob der 11.11. offizielle Fasnachtsanfang in Solothurn entschieden worden ist. Was passiert am 11. Geburtstag? Wir fragen bei den Solothurnerinnen und Solothurner nachher. Wann kommt man mit dieser Zahl 11 in Berührung, wenn man hier aufwächst? Elfi-Bier. Mit Elfi? Nein. Auch bei den Lädeli zeigt sich Zahl 11. Pro Einkauf gibt es ein Stempeli, beim 11. Mal gibt es 11%. Was ist? Jetzt sind Sie Lehrer. Ist da irgendwie die Elferreihe speziell gut unterrichtet? Nein. Du, Marisa, auf dieser Brücke hier hat es 12 Fahnen und nicht 11. Schnell den Gemeindeverwaltung anrufen. Hm? Dunkel mich komisch. Grüezi, hier ist Vanessa Travaschi. Ich habe eine Frage, ich bin gerade über die Wengibrücke gelaufen und da ist mir aufgefallen, dass es 12 Fahnen hat. Ja. Ja, da stimmt ja etwas nicht. Wieso? Ein Golf? Ja. Nein, das ist nicht so, als würde überall 11 hin. Lass mich raten, das Elfi-Bier hat 11 Zutaten. Nicht ganz, nein. Kann man das probieren? Cheers! Du bist Biersommelier. Was gibt es zu dem Elfi-Bier zu sagen? Also das heisst Elfi-Bier. Okay. Wir haben hier ein Lagerbier aus der Region Solothurn. Und man darf das auch nach den 11 nicht trinken? Man darf das auch am Morgen um 6 Uhr trinken. Wie kommt Solothurn zu dieser Zahl 11? Die Geschichte fängt an 1466 und ist zurückzuführen von der 11 Zünfte. 11 Zünfte hat es gegeben? Genau, 12 Handel. Das darf man doch nicht sagen, die Zahl. Gibt es denn genau 11 Brunnen in Solothurn? Es ist schon immer ein Thema, wann fängt man an zu zählen und wann hört man auf. Solothurn als 11. Kanton in den Bund eingetreten ist. Basel hatte das Gefühl, sie seien wichtiger als Solothurn. Darum haben wir gefunden, selbstverständlich. Ihr habt einfach gewartet, bis ihr der 11. Kanton seid. Könnte sein, ja. Das war es von Typisch Schweiz, wo wir jeden Kanton gehen und die Traditionen abchecken. Wo sollen wir als nächstes hin? Schreibt es in die Kommentare.